Was auf uns zukommt in diesem Herbst und vor allem Winter. Wir blicken in die Eingeweide des wichtigsten Schweizer Ärzteorgans der Schweizerischen Ärztezeitung. Und damit guten Morgen, liebe Freunde, auf dem Kaimi-Report, dem ersten Namaste, Namaste. Schön, dass ihr bei uns seid. Eine sehr, sehr strenge Woche für mich. Es beginnt jetzt so die Ostschweizer Zeit mit Zwischenhalt zweimal in Obervilieli. Mittwoch, 26. ist natürlich, hat es noch Plätze. Gestern war es ausverkauft. Und morgen Donnerstag in Niederbüren auf der Blumen Ranch, blumenranch.ch. Seht ihr das ein? Da hat es auch noch Plätze. Dann am Samstag Kabarett im Schlösschen Biberist am Asylweg. Da hat es praktisch keine Plätze mehr. Eine ganz kleine Abendkasse für ultimativ Entschlossene, aber kommt nicht mit dem großen Bus, sonst könnten wir nicht alle einlassen. Dann das Programm für nächste Woche und folgende kommt dann an in unseren Videos gegen Ende der Woche. So viel zu dem. Bitte hinterlasst wirklich ein Abo. Ich weiß nicht genau, was im Moment gespielt wird, seit ich angekündigt habe. Ich glaube, es war am Sonntag, dass wir mit Nachdruck an Alternativen arbeiten. Habe ich über Nacht einmal eine Deabonnierung gehabt, wie ich sie noch nie gesehen habe, nicht im Ansatz. Vielleicht war es das sofort. Die Strafe der Hausherren, keine Ahnung. Also wir sind wirklich dankbar, wenn ihr oder wieder mal bei euch guckt, ob das Abo noch läuft oder nicht. Jetzt aber in medias res. Also nach der Geschichte in der Pathologie Münsterlingen wieder etwas von der Geschichte hinter der Geschichte, nämlich aus der Schweizer Ärztezeitung. Ich zitiere daraus, da seht ihr selbst, wie die Meinungen von Ärzten, Funktionären, Apothekern und so weiter sind. Also Covid-19, Herbst, Winter in der kalten Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß die Zahl der Covid-19-Fälle, ja, seit 2020. Worauf sich Ärztinnen und Ärzte in diesem Winter und Herbst einstellen müssen und für wen eine Auffrischungsimpfung sinnvoll ist. Die Journalistin, die das schreibt, heißt Evelyn Frey. Während man in Deutschland im Oktober bereits neue, schärfere Corona-Regeln einführt, ist man in der Schweiz gemächlicher unterwegs. Schon dieses Adjektiv ist irgendwie ein bisschen ein Framing. Am 1. April wurden die landesweiten Covid-19-Einschränkungen und Verbote aufgehoben. Seither ist es den Kantonen überlassen, gegebenenfalls Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung zu ergreifen. Hoffen wir dann, dass das wirklich zum Schutz der Bevölkerung ist. Und beim Verband der Aargauischen Spitäler, Kliniken und Pflege- und Spitex-Organisationen WACA zeigt man sich zuversichtlich. Zitat: Wir hoffen, dass wir mit dem normalen Ablauf durch die Winterzeit kommen, sagt Dr. Hans-Urs Schneeberger, Geschäftsführer der WACA. Heute stellt sich die Situation ganz anders dar als noch vor einem Jahr, fügt er an. Wir haben genügend Impfstoff und viel gelernt in der Therapie von Corona-Patientinnen und Patienten und können heute mit der gleichen Infrastruktur mehr Menschen behandeln. Zitat Ende. Zudem seien die meisten Risikopatientinnen und Risikopatienten mindestens zweimal geimpft, wodurch mit erheblich weniger schweren Verläufen zu rechnen sei, auch wenn sich das Virus inzwischen verändert habe. Schreibt eure Meinungen in die Kommentarbox. Dieser Meinung ist auch Professor Dr. Richard Neher, wer kennt ihn nicht mehr, Biophysiker und Forschungsgruppenleiter am Biozentrum in Basel. Zitat: Nach Impfung und den vergangenen drei großen Covid-Wellen, BA1, BA2 und BA5, ist fast niemand mehr immunologisch naiv, sagt der Neher. Weiter zitiere ich ihn: Daher ist die Rate an schweren Verläufen heute sehr viel niedriger als zu Beginn der Pandemie. Etwas vorsichtiger drückt sich Dr. Med. Carlos Beat Quinter, Facharzt für allgemeine innere Medizin und Mitglied des Zentralvorstands FMH aus.
Aktuell befinden wir uns in der normalen Lage, was einige zur Passivität verleitet, sagt er. Er weist darauf hin, dass noch Effekte durch Ferienrückkehr und durch den Schulbeginn möglich seien. Also wir haben in Basel schon seit 2 Wochen Schulbeginn. Obwohl wir uns jetzt in einer abklingenden Welle von Omikron BA.5 befänden, lasse die Impfimmunität als auch die natürliche Immunität gegen Covid-19 mit der Zeit nach. Das bestätigt näher. Es ist richtig, dass die aktuellen Impfstoffe nur eingeschränkt und für begrenzte Zeit vor einer Infektion schützen. Zitat Ende. Tests würden jedoch zeigen, dass der erste und zweite Booster die Antikörperantwort weiter verbreitere und den Titer erhöhe. Dies schütze für einige Zeit, wenn auch nicht perfekt. Das ist ja interessant, was heißt, wenn auch nicht perfekt. Mit einer neuen Ansteckungswelle im Herbst-Winter 2022-2023 rechnet ebenso Simon Mink, Mediensprecher vom Bundesamt für Gesundheit. Jetzt müssen wir speziell gut zuhören. Das BAG beobachte die nationale und internationale epidemiologische Entwicklung und werte insbesondere in Abhängigkeit von der Situation im Gesundheitsversorgungssystem nötigenfalls Empfehlungen zuhanden der Kantone abgeben, erklärt Ming und betont, Umsetzung und Verantwortlichkeit liegen aber in jedem Fall bei den Kantonen. So Ming, also er heißt Simon mit Vorname Ming, also nicht, dass ihr denkt, das ist einer aus China. Näher vom Biozentrum Basel ergänzt, Zitat, wir wissen, dass sich im Winter Atemwegsviren besser übertragen und dass von einer Infektion oder Impfung nicht dauerhaft gegen eine Reinfektion schützt. Deswegen müssen wir mit einer Winterwelle rechnen, die möglicherweise wieder viel mehr Infektionen verursacht als die typische Grippewelle. Zitat Ende. Davon geht auch der Apotheker Dr. Rafi Hadid in Lausanne aus. Zitat, ich erwarte die Rückkehr des Virus mit dem Beginn des Herbstes und der bevorstehenden kalten Jahreszeit. Zitat Ende. Hadid vermutet jedoch, dass es weniger Fälle geben wird. Wir bleiben zuversichtlich, da es sich in diesem Winter offenbar um einen Übergang handelt und wir im nächsten Jahr wieder zur Normalität zurückkehren könnten. Zitat Ende. Er und sein Team bereiten sich darauf vor, Kundinnen und Kundinnen wieder zu testen und gegebenenfalls Impfungen durchzuführen. Daher hat er auch geplant, sein Team für Screenings und Impfungen zu verstärken. Weiter baut er seine Dienstleistungen innerhalb der Apotheke mit neuen Angeboten aus, damit die Kundinnen und Kunden ab dem Herbst die Symptome im Zusammenhang mit Covid-19, der Grippe oder anderen zirkulierenden Winterviren schneller voneinander unterscheiden können. Meine Damen und Herren, das haben wir bis zum 2020 nicht gemacht und mirakulöserweise aber doch irgendwie überlebt. Auch in der Deutschschweiz sind Apotheken vorbereitet. Wir haben in der Dr. Pähler Tropa-Gruppe seit Februar 2020 eine Taskforce, die 24/7 für alle 1800 Mitarbeitenden erreichbar ist, ergänzt Johnny Schuler, Leiter Marketing bei Tropa. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was die Bähler-Tropa-Gruppe ist, aber das heißt gar nichts. Dank unserer Mitarbeiter-App können wir seit Beginn der Pandemie in Echtzeit Verhaltensmaßnahmen, Schutzkonzepte, Merkblätter an unsere Mitarbeitenden weiterreichen. Zitat Ende. Die aktuelle epidemische Lage wird aufmerksam beobachtet. Wir können bei Bedarf, respektive bei entsprechender Nachfrage, auch die Impfung reaktivieren. Weil sich aber auch Geimpfte infizierend und ansteckend sein können, fragen sich heute immer mehr Leute, was bringt ein weiterer Pieks in den Oberarm überhaupt noch? Bis zu einem bestimmten Grad kann Näher vom Biozentrum diese Bedenken verstehen. Verglichen mit der Grundimmunisierung ist der Nutzen jeder weiteren Impfung natürlich geringer, sagt Näher. Dennoch würden die Zahlen aus anderen Ländern ganz klar aufzeigen, dass eine zweite Boosterdosis das Risiko für eine schwere Erkrankung senke.
Ich denke, die Situation ist vergleichbar mit der Grippeimpfung, wo eine aktualisierte Impfung zur richtigen Zeit die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung senkt, insbesondere für Risikogruppen, wo die Folgen am gravierendsten sind. Inzwischen gibt es mit Novavax auch einen neuartigen Impfstoff. Die Schweiz habe 500.000 Dosen Nuvaxovid von Novavax bestellt, erläutert Simon Ming. Der proteinbasierte Impfstoff von Novavax kommt bei Personen zum Einsatz, die aus medizinischen Gründen nicht mit einem mRNA-Impfstoff geimpft werden können. Er steht aber auch anderen Impfwilligen zur Verfügung, also all jenen, die bisher bewusst auf einen mRNA-Impfstoff verzichtet haben. Einfluss von Booster auf das Immunsystem. Über den Effekt von wiederholten Auffrischungsimpfungen auf das Immunsystem besteht offenbar kein eindeutiger wissenschaftlicher Konsens. Professor Dr. Andreas Thiel, Universitätsmedizin Berlin, präzisierte im Science Media Center Germany diesen Juli, die bisherige dritte Impfung sollte als ganz normale Impfung eines Grundschemas angesehen werden. Erst die vierte Impfung sollte man dann als ersten richtigen Booster bezeichnen. Zudem könnten jüngere Menschen mit einer vierten Impfung wahrscheinlich ihr Long-Covid-19-Risiko nochmals senken, so Andreas Thiel, nicht der Kabarettist, sondern Professor Andreas Thiel, von der Universitätsmedizin in Berlin. Die aktuell verfügbaren Impfstoffe bieten einen ausreichenden Schutz gegen schwere Formen der Krankheit, reduzierten jedoch nur begrenzt das Infektionsrisiko und milde Manifestationen der im Umlauf befindlichen Varianten. Am 29. August 2022 hat Swissmedic die befristete Zulassung des bivalenten Moderna-Impfstoffs Spikevax Bivalent Original Omicron mRNA 102.1273.214 verkündet, der gegen die neuen Omikron-Varianten wirksamer ist und auch gegen die ursprünglichen Varianten schützend voll. Für das Bundesamt für Gesundheit ist klar, Zitat, Ziel ist es jedoch, genügend Impfstoff für alle realistischen Szenarien zur Verfügung stellen. Zitat Ende, betont Simon Ming, und wenn wir sie nicht brauchen, können wir sie ja dann wieder entsorgen. An der Universitätsklinik München wird an neuartigen Nasenspray-Impfstoffen geforscht, die besser vor einer Infektion schützen sollen, weil der Impfstoff direkt auf die Schleimhäute in Mund und Nase aufgebracht wird. Im Idealfall können somit nicht nur symptomatische Erkrankungen, sondern schon die Infektion verhindert werden. Das verstehe ich nicht. In einem Experiment mit Hamstern, aha, wir haben gewechselt von Mäusen und Ratten auf Hamster, erzeugte das Nasenspray einen besseren Schutz als die mRNA-Impfung. Laut WHO werden derzeit weltweit 8 Nasenspray-Impfstoffe in klinischen Studien getestet, wobei 5 Projekte sich bereits in einer Phase 3-Studie befinden, Stand August 2022. Eine Strategieänderung im Kampf gegen Covid-19 hat kürzlich die Zürcher Gesundheitsdirektion beschlossen. Wir horchen auf. Künftig soll nur noch medizinisches Personal Nasenabstriche entnehmen dürfen. Carlos Quinto unterstützt diese neue Regelung. Dass ein Nasenrachenabstrich korrekt durchgeführt ist, entscheidend für die Sensitivität des Tests und somit für die Qualität des Testresultats. Folglich sollte die Leitung und Verantwortung für die Gewährleistung der Qualität bei einer erfahrenen universitären Medizinalperson mit Eintrag im Medizinalberufregister liegen. Diese Regelung ändert nichts für uns, betont Tropas Schuler und fügt an, Zitat, die Covid-19-Tests führen wir mit eigenem Fachpersonal durch und Testzentren betreiben wir keine. Der Apotheker Hadid aus Lausanne hingegen ist überzeugt, dass die Apotheken angesichts der Pandemie ihre Anpassungsfähigkeit, ihr Engagement und ihre Rolle bei der Entlastung des öffentlichen Gesundheitssystems bewiesen haben. Sie haben viel in die Ausbildung ihres Personals investiert und sind auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingegangen. Ja, das ist zum Beispiel möglichst weit hoch zu gehen, damit wirklich dann jedes Virusteil erwischt wird. Das ist
das Bedürfnis der Bevölkerung, die ja förmlich nach korrekten Nasenabstrichen lechzt. Seiner Meinung nach darf das Angebot in den Apotheken nicht weiter reduziert werden. Ja, er könnte auch etwas weniger verdienen dann, wie so manche Apotheker. Ich glaube nicht, dass die Patienten nach 2 Jahren verstehen werden, dass sie nicht mehr in die Apotheke gehen können, um sich testen oder impfen zu lassen. Nein, würden sie nie verstehen. Für näher vom Basler Biozentrum sind Tests im kommenden Winter hauptsächlich zu diagnostischen Zwecken für symptomatische Personen sinnvoll. Ich dachte, man diagnostiziert immer, wenn irgendein Verdacht auf etwas besteht und nicht bei gesunden Menschen. Dort kann man vielleicht Gesundheit diagnostizieren. Oder zur Risikoreduktion vor engen Zusammenkünften in Innenräumen. Seines Erachtens sollte man sich eher die Frage stellen, wie wir Übertragen von Atemwegsviren allgemein verringern können, anstatt spezifisch über Corona-Maßnahmen nachzudenken. Es steht da nichts von einer Maskenpflicht, so viel. Also jetzt da verschiedene Meinungen. Und dann gibt es noch ein Kästchen BAG Boosterplan. Beim Bundesamt für Gesundheit geht man davon aus, dass die Impfempfehlungen für Herbst 22 und Winter 22/23 in den wesentlichen Punkten der Einschätzung vom Juli 22 entsprechen. Wieder Simon Mink, Zitat: Das BAG und die Eidgenössische Impfkommission ECIF werden die Impfempfehlungen für den Herbst 2022 Anfang September kommunizieren. Der Artikel ist aber von Mitte, Ende September. Der Impfstart als solcher fällt voraussichtlich in den Oktober. Ja, wir haben das mitbekommen, der Booster ist gratis und man darf jetzt Booster sagen, weil gemäß Andreas Thiel von der Medizin in Berlin, Universitätsmedizin, sind ja die ersten 3 Grundimmunisierungen und keine Booster gewesen, sagt Professor Thiel. Gemäß der Zulassung und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel und Medizinprodukte Swissmedic sind aktuell in der Schweiz folgende Impfstoffe gegen Covid-19 zugelassen: Comirnaty Pfizer, Spikevax Moderna und Janssen Johnson Johnson. Ebenfalls zugelassen ist Spikevax Bivalent Original Omikron von Moderna und, wie soeben zitiert, der Proteinstoff von Novavax Nuvaxovid. Ja, das, meine Damen und Herren, liebe YouTube-Zensoren, alles korrekt, Schweizerische Ärztezeitung. Also die Fachleute, Koryphäen, meine Damen und Herren, sind der Meinung, wir sind in der Pandemie nicht auf einer Welle oben, aber wie gesagt, unbedingt, also wenn ihr 3 Grundimmunisierungen habt, wir wissen jetzt, dass das so heißt, dann wirklich den Booster holen, weil dann habt ihr ja erst einen Booster geholt. Wahrscheinlich wird es dann gegen Frühjahr den 2. Booster geben, wegen der Sommerwelle. Also bleibt wirklich äußerst vorsichtig, wie auch Quinto sagt. Also viele Leute sind in die Passivität abgerutscht, tragen keine Masken mehr, was mir ehrlich gesagt beim Einkaufen schon sehr große Sorgen macht, dass man alle diese Unmaskierten sieht, die sich getrauen, wieder Gesicht zu zeigen, ist unvorsichtig, ist wirklich fast schon ein bisschen fahrlässig. Und wenn die Einkaufsläden gut gefüllt sind, kann man durchaus sagen, also grob fahrlässig. Wer etwas mehr Lust hat auf Kabarett, wirklich am Samstag im Schlösschen Biberist oder dann am 10.11. die Derniere meines Programms von diesem Jahr im Rössle in Stäfa, dann dürfen wir zusammen lachen. Aber wie gesagt, gewisse Kabarettstücke schreiben sich ja, wie Figura zeigt, fast von selbst. In diesem Sinne, vielleicht sehen wir ein paar heute Abend in Oberwil-Lieli oder dann morgen in Niederbüren auf der Blumen Ranch. Ich würde mich freuen. Allen anderen einen wunderschönen Herbsttag. Sali zusammen, macht's gut. Sali.